Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich einen neuen Glitch für euch. Denn in dem Glitch geht es darum, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel einen Wolf spielt, dass ihr aber für andere ein Fuchs seid. Also dass ihr halt anders aussieht. Genau, aber da gibt es halt so einen Glitch, dass man einen Adler spielt, aber andere sehen dich als, keine Ahnung, zum Beispiel Fuchs. Und dass du dann ein fliegender Fuchs bist, das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Also was ihr dafür machen müsst, ist zuerst den Adler rausnehmen. Glitch funktioniert das, ihr nehmt den Adler raus. Dann drückt ihr auf Multiplayer. Und jetzt müsst ihr auf X drücken und ganz schnell dann den Adler auswählen. Dann wird das so aussehen. Dann müsst ihr ganz schnell irgendein Tier nehmen, das ihr wollt, dass es fliegt. Dann drückt ihr auf Multiplayer und drückt nix. Okay, nochmal. Ihr müsst halt schnell sein. Es sollte dann von selber funktionieren. Seht ihr? Ich habe nichts gedrückt. Also halt, ihr dürft halt nicht den Fuchs auswählen. Also ihr müsst das Tier auswählen, aber dann geht ihr auf Multiplayer und ihr solltet drin sein. So, dann geht ihr einfach wo rein. Okay, also. So, ihr seht, ihr seid jetzt ein Adler und fragt nicht, warum sich irgendwie das Skin die ganze Zeit ändert. Aber ihr seid sozusagen dieses Tier. Man sieht euch als dieses Tier. Ich weiß nicht, warum es sich immer ändert, aber man sieht euch als Fuchs, aber ihr habt die Fähigkeiten des Adlers. Das heißt, man sieht euch jetzt als fliegenden Fuchs. Also wenn ihr jemanden so fragt, ihr werdet einfach fliegen. Einfach ein fliegender Fuchs oder Wolf oder kaum was ihr wollt. Nehmt ihr einfach. Aber es geht auch einfach so, dass ihr zum Beispiel einen Wolf auswählt statt den Adler und dass ihr dann Wolf spielt, aber man sieht euch als Fuchs, ist auch voll cool. Also dieser Bug, der kann halt euer Aussehen verändern. Also das Tier einfach. Als wenn ihr halt, ja, sozusagen level ich jetzt meinen Adler theoretisch, wenn ich jetzt als Adler spiele. Und ja, und dann, wenn ihr rausgeht, ist es sehr komisch. Guckt, das sollte eigentlich jetzt der Adler extrem komisch aussehen. Ziemlich sicher. Jupp. Und da haben wir das schöne Meisterwerk, den seltensten Adler der Welt. Oh. Hä? Oh. Das ist bei Fuchs, ne? Ja, also der ist halt ein Bug. Schaut extrem krass aus. Aber ja, das war's eigentlich mit dem Glitch. Aber ihr könntet zum Beispiel jetzt, statt Adler, könnt ihr theoretisch ein Pferd nehmen, dass ihr dann als Fuchs einfach Gras, Pflanzen essen könnt, das wird auch komisch aussehen. Oder wenn ihr als Fuchs irgendwie so Pflanzen hebt. Oder Emotes. Emotes gehen auch nur mit dem Fuchs. Also wenn du jetzt das machst, dann kannst du schon die Bewegungen halt, sieht man die Bewegungen nur bei anderen Spielern, die ihr macht. Außer, ja. Aber das war eigentlich alles mit dem Glitch und es ist echt einfach. Also ja. Ja, und so schaut der Bug bei jemand anderes aus. Also wenn ihr das gemacht habt, was ich euch gezeigt habe, dann wird es so aussehen, dass man einfach ein Adler ist, aber andere sehen dich als Fuchs und man kann so als Fuchs fliegen oder als Wolf fliegen oder so für die anderen. Also er ist sozusagen ein normaler Adler, aber andere sehen ihn als fliegenden Fuchs. Also ja, das ist echt ein cooler Bug und ich hoffe, der wird nicht wieder rausgenommen. Und ja. Ich finde das voll nice. Aber man kann nur hochfliegen und runterfliegen, wenn man feste Kamera hat. Ja, also das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es wäre toll, wenn ihr den Discord beitretet, der in der Beschreibung oder in meinem gepinnten Kommentar drauf ist, also den Link. Und ja, also wenn ihr mehr wollt, dann bitte abonnieren auch noch dazu. Und ja, das war's mit dem Video.